Liebe Leute, bei uns gibt es heute Wildkräuter zum Mittagessen. Und zwar gibt es Kartoffeln mit einem Wildkräuter-Dip dazu. Dazu sammle ich jetzt einfach im Garten alles, was mir so über den Weg läuft. Als allererstes den Löwenzahn. Der ist jetzt im Frühling noch besonders mild. Der ist komplett essbar, also auch wegen dem weißen Saft muss man sich keine Sorgen machen. Der Löwenzahn kann grundsätzlich das ganze Jahr über gegessen werden. Allerdings, je größer er wird, desto handiger wird er, sagt man bei uns. Also einfach bitterer, zäher. Also jetzt im Frühling ist er schon besonders lecker und bekömmlich. Und die Bitterstoffe regen die Verdauung an. Also super Sache für so eine Art kleine Frühjahrskur. Außerdem haben wir hier noch das Labkraut. Das erkennt man, weil es in so Etagen wächst. Das kann man ganz gut erkennen. Das hier ist jetzt das Wiesenlabkraut. Das blüht später weiß. Weiß. Und ist so ein bisschen saftiger. Es gibt auch noch das echte Labkraut. Das blüht später gelb. Essen kann man beide. Also kein Problem. Wer sich denkt, sieht ein bisschen aus wie Waldmeister. Ja, stimmt. Die sind verwandt. Allerdings, Waldmeister wächst eben im Wald. Von dem sollte man nicht ganz so viel essen. Aber essbar ist er natürlich grundsätzlich auch. Außerdem haben wir hier, ich bleibe hier gleich mal an der Stelle hier, weil es ist so praktisch, wenn man alles an einer Stelle hat, haben wir hier das Fünffingerkraut. Erkennt man daran, dass es so fünf Blättchen hat, kriegt später gelbe Blüten, gehört zu den Rosengewächsen, ist relativ bitter, also davon nehme ich nicht so viel. Ich zeige euch jetzt auch nicht, wie ich die ganze Menge sammle. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber so die einzelnen Blätter. Dann haben wir hier drüben noch Spitzwegerich. Den erkennt man eben an diesen spitzen Blättern, die diese Adern alle so schön in eine Richtung haben und alle aus einem Punkt entspringen, also so eine Blattrosette haben am Boden. Der schmeckt so ein bisschen pilzig. Ich mag das ganz gern. Meine Familie nicht so. Also einigen wir uns irgendwo in der Mitte, dass man ein bisschen was reintut in den Dip. Außerdem wächst hier bei mir super viel Schafgabel. Und da schlage ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil die Schafgabel wächst auch da, wo sie nicht wachsen soll. Und zwar in meinem Knoblauch-Karottenbeet. Deswegen jäte ich jetzt, zack, und packe das zu meinen Kräutern dazu, die ich dann essen möchte. Was haben wir hier noch? Um die Ecke. Also ich robbe hier echt nur so am Boden und finde schon jede Menge. Gänseblümchen kann man essen. Dann nehme ich mir auch noch ein paar Blättchen. Weil tatsächlich habe ich gerade wieder eine Hummel gesehen, die auf der Suche war. Nach Nektar, nach Pollen oder was auch immer. Und ich möchte der nicht die paar Blüten wegnehmen, die es jetzt um die Jahreszeit gibt. Klee könnt ihr auch gut mitnehmen. Schmeckt so ein bisschen erbsig. Finde ich auch ganz lecker. Genau. Also das ist wie gesagt jetzt nicht die letztendliche Menge. Aber ihr seht, es ist gar nicht so schwierig, hier auf so einem kleinen Stück Garten ein paar Wildkräuter zu finden. Was natürlich gar nicht fehlen darf um diese Jahreszeit. Meine Güte, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ist der Giersch. Das ist alles Giersch, also diese Blätter hier. Den erkennt man ganz gut an diesem dreikantigen Stängel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wenn man das anfasst, merkt man das wirklich, der ist nicht rund, der ist dreikantig. Und jetzt im Frühling oder wenn es frisch gemäht ist, gibt es hier diesen ganz jungen Giersch. Da sind die Blätter noch so richtig zusammengeklappt. Da schmeckt der noch richtig fein. Zu viel will ich davon nicht nehmen. Er hat schon ein intensives Aroma. Also bei allen Wildkräutern kann ich euch nur raten, probiert die einfach mal einzeln, bevor ihr euch da die riesen Mengen sammelt. Bei Giersch ist es tatsächlich jetzt kein Problem, viel zu essen. Der ist gut verträglich und den gibt es auch in Massen. Und ihr findet sicher irgendwo einen Nachbarn, der den nicht haben will im Garten, weil der wirklich sehr invasiv ist. Also gerade im Gemüsebeet oder so will man den nicht haben, weil der verdrängt alles andere. Aber er hat eben intensives Aroma. Genau, also ein paar Blättchen packe ich in meinen Dip mit rein. Zwecks der Gesundheit. Aber zu viel sollte es nicht sein. Genau. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die gute alte Brennnessel. Oder in meinem Fall eher die gute frische Brennnessel. Da sammle ich mir ein paar Blätter davon, die es auch
richtig gut im Frühjahr oder wenn sie frisch gemäht wurde. Also die alten Blätter sind dann nicht mehr so, so zart. Deswegen ist es gut, wenn man eine Stelle hat, ups, wo die immer ein bisschen gemäht wird. Dann hat man immer frische Blätter zur Verfügung. Schmeckt sehr lecker. Ich sammle die ohne Handschuhe. Dann packe ich die richtig fest an. Dann brechen die Brennhaare auch gleich ab. Aber ich verstehe das völlig, wenn jemand sagt, nee, das ist mir ein bisschen zu krass. Ich möchte das lieber mit Handschuhen machen. Genau. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und das Wichtige ist bei den Brennnesseln, dass ihr die danach wascht und oder länger liegen lasst, weil dann auf jeden Fall auch die Brennhaare abbrechen. Weil die möchte man nicht im Mund haben. Das ist kein gutes Gefühl. So. Und hier möchte ich euch noch was zeigen, was man nicht sammelt. Es gibt ja nicht so viele Pflanzen bei uns, die wirklich giftig sind. Aber hier haben wir jetzt Vertreter der Hahnenfußfamilie. Das ist das Schaboxkraut. Das kann man ganz früh im Jahr essen. Also wir haben jetzt momentan Ende März. Wenn das allerdings anfängt zu blühen, so wie hier, diese gelben wunderschönen Blüten, sind heute ein bisschen geschlossen, weil das Wetter nicht so prima ist, dann sollte man die nicht mehr essen. Da ist ein Stoff drin, der nicht gut verträglich ist, also gerade für Magen. Und der steigt an, je älter die Pflanze ist. Und man sagt einfach so als Zeitpunkt, wenn die blüht, nicht mehr essen. Genau, und hier habe ich gleich noch eine Verwandte gefunden. Ein anderer Hahnenfuß, den kennen sicher einige von euch. Manche sagen auch Butterblume dazu. Es gibt aber verschiedene Hahnenfüße. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Plural ist. Genau, also das ist die gleiche Familie, diese Pflanze und diese Pflanze. Und der hier ist auf jeden Fall giftig, den darf man nie essen, wie auch die anderen Hahnenfüße. Das ist der einzige aus der Familie, den man essen kann. Aber jetzt eben um die Jahreszeit nicht mehr. Das heißt, wenn ihr den bestimmen lernen wollt, sucht euch jetzt eine Stelle, wo er blüht. Dann könnt ihr ihn ganz gut erkennen und euch das merken. Ah, da wächst er. Der zieht sich nämlich jetzt dann in den Boden zurück. Und nächstes Jahr, wenn er dann rauskommt im Frühjahr und noch nicht blüht, könnt ihr ihn trotzdem erkennen. Die Veilchen, die daneben wachsen, könnte man jetzt auch essen. Komplett, also Blüten und Blätter. Aber da nehme ich mir auch nur ein kleines Blättchen mit und die Blüten lasse ich stehen für die Insekten, die um diese Jahreszeit eben noch nicht so viel zur Verfügung haben. Jetzt wollte ich meine Ausbeute schon fast ins Haus tragen und bin hier noch vorbeigelaufen. Das ist der kleine Wiesenknopf, die Pimpinelle. Den nehme ich auch auf jeden Fall mit. Kennen viele vielleicht aus der grünen Soße. Und ein bisschen Gundermann. Genau. Mal schauen, den gibt es jetzt hier gerade in verschiedenen Größen. Der hat so Ranken, wächst so durch die Wiese. Hier mal ein Exemplar mit Blüte. Kann man den gut erkennen. Davon sollte man jetzt auch nicht zu viel sammeln. Genau, der ist ziemlich intensiv, geschmacklich. Und deshalb nur so ein bisschen für die Würze. Ups, wo ist er? Auch grundsätzlich, wenn man im Frühjahr wieder anfängt mit den Wildkräutern, gebe ich euch mit auf den Weg. Nicht gleich raue Mengen. Klar, jeder erkennt Gänseblümchen, Löwenzahn und so weiter. Aber bitte nicht gleich händeweise reinschaufeln. Der Körper muss sich erst dran gewöhnen. Und jetzt gerade nach dem Winter, wer jetzt nicht das ganze Jahr Wildkräuter isst, einfach mal so eine Handvoll mit ins Essen, wie jetzt wir heute in unseren Dip mit rein. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wie immer gilt an der Stelle, bitte sammelt nur Pflanzen, die ihr auch hundertprozentig sicher bestimmen könnt. Es gibt nicht viele giftige bei uns, aber es gibt sie. Und das ist es nicht wert. Also wenn man sich denkt, wahrscheinlich ist es das, dann lieber stehen lassen. So, jetzt aber. Ich nehme das mit rein. Ich wasche das gründlich, schneide es klein. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln.